Der Terminkalender des deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier wies einen Besuch bei seinem polnischen Amtskollegen Andrzej Duda aus. Doch Steinmeiers Reise nach Warschau blieb eine Randnotiz angesichts eines anschließend geplanten Besuches in Kiew, der ihm verweigert wurde. Der polnische Staatspräsident Andrzej Duda hat in den vergangenen Tagen angeregt, dass wir beide gemeinsam mit den Präsidenten Estlands, Lettlands und Litauen eine Reise nach Kiew unternehmen, um dort ein starkes Zeichen gemeinsamer europäischer Solidarität mit der Ukraine zu senden und zu setzen. Ich war dazu bereit, aber offenbar, und ich muss zur Kenntnis nehmen, war das in Kiew nicht gewünscht. Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andriy Melnyk, warf dem deutschen Bundespräsidenten eine politische Nähe zu Moskau vor. Für Steinmeier war und bleibe das Verhältnis zu Russland etwas Fundamentales, ja Heiliges, sagte Melnyk dem Tagesspiegel. Der ukrainische Botschafter erwartet stattdessen, dass Bundeskanzler Olaf Scholz nach Kiew reist. Dass sich Scholz beim Thema Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine bisher in Zurückhaltung übt, ist keineswegs die einhellige Meinung innerhalb der Bundesregierung. Grüne und FDP sind dafür.